Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich dir gerne ein Buch vorstellen, welches ich selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, ich aber auch ständig auf BookTube gesehen habe und da wurde auch ich neugierig, obwohl das ein Thema ist, welches mich überhaupt gar nicht anspricht. Hier geht es nämlich um den Ersten Weltkrieg und das fand ich immer relativ langweilig, aber dieses Buch hat mich echt gelehrt, dass man auch über den Ersten Weltkrieg sehr spannend erzählen kann. Ich rede über den Wintersoldaten von Daniel Mason. Hier geht es um Lucius, der ein junger Medizinstudent ist und der nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in einem Lazarett arbeitet. Dort gibt er sich aber schon als ausgebildeter Chirurg aus und es war damals auch überhaupt kein Ding, weil Hilfe war überall gefragt. Und als er dann die junge Nonne Margarete kennenlernt und lieben, ist natürlich für ihn die Welt soweit erstmal in Ordnung. Dann wird ein Soldat eingeliefert, der ein Trauma erlitten hat durch diesen ganzen Krieg und er ist in der Lage, diesem Soldaten zu helfen. Das wird für ihn sein ganzes Leben verändern und ich fand diese Geschichte einfach nur grandios. Es war spannend, es wurde sehr viel erzählt über den Ersten Weltkrieg und man hat sehr viel mitnehmen können und man ist Lucius wirklich ja, gefolgt. Man war ihm so nah. Wobei ich sagen muss, dieses Buch hat keine 5 Sterne von mir bekommen, weil ich persönlich empfand, dass dieses Buch doch einige Längen enthält. Aber nichtsdestotrotz ist es ein ganz toller Roman über den Ersten Weltkrieg. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Damit verabschiede ich mich in den Tag und wünsche dir einen wundervollen Tag und eine ganz tolle Lesezeit. Bis dann. Ciao.